Hey Leute, kurze Info, bevor das Video losgeht, und zwar ist so gesehen das komplette DLC, die komplette Episode irgendwie aus drei verschiedenen Aufnahmen zusammengeschnitten, deshalb ist es vielleicht manchmal ein bisschen komisch oder die Schnitte oder die Sprünge sind ein bisschen seltsam, nur dass ihr euch nicht wundert, weil einmal war es ein normaler Durchlauf, dann habe ich gemerkt, dass wir was vergessen haben, musste deshalb neu starten, wollte aber das erste trotzdem drin lassen und dann gegen Ende noch ein Bildfehler, weshalb ich das Ende nochmal aufnehmen musste, daher ist hier jetzt so gesehen eine Folge bestehend aus drei Aufnahmen, also nicht wundern, nur dass ihr Bescheid wisst. So, und und jetzt viel Spaß! Mein Gott. Ja, hallo und hallöchen, meine lieben Freunde. Und damit darf ich herzlich zurück zur zweiten Folge von Resident Evil 7 DLCs begrüßen. Wir spielen heute Verbotenes Filmmaterial Nummer 2, bestehend aus der Zusatzepisode Töchter im Minispiel 21 und einem Spiel, das wieder ohne VR ist. Wir gucken uns wieder wie letztes Mal zuerst so gesehen die Zusatzmission, die Zusatzquest, das Zusatzkapitel Töchter an, wie immer nicht plan. Ich habe die Folge gestern in doppelter Geschwindigkeit noch kurz, nachdem ich die letzte aufgenommen habe, PewDiePie gesehen. Eigentlich wollte ich den auch noch aufnehmen, dann war ich so ein bisschen müde. Es war halb zwei morgens. Ich musste heute so einen Termin morgens, deshalb habe ich gedacht, mach ich die jetzt heute. Fangen wir einfach an. Also ich weiß so gesehen, wie alles geht und so weiter. Aber wie gesagt, ich habe das halt auch nur kurz, also die Folge war irgendwie 21 Minuten. Ich habe die in 10 kurz durchgeguckt, doppelte Geschwindigkeit. Das heißt, ich denke, ich werde mich schon auch erschrecken und wahrscheinlich rätseln. Ein bisschen am Anfang musst du auf jeden Fall was beachten. Das ist ganz gut, dass ich das schon weiß. Und ja, übrigens, Unwetter bei der Baker Farm. Vor 3 Jahren waren die Bakers nur eine gewöhnliche Familie. Sie hatten gerade ihr familiäres Abendessen abgeschlossen, den Regentropfen rauschend, die während des Essens gegen die Fenster prasselten. Ein friedlicher und stiller Moment, ihr letzter für eine lange Zeit. 3 Jahre lang hat die sowieso gelebt. Das ist halt auch schon krass. Diese böse, böse Ephelin. Hört ihr eigentlich Ingame-Sound? Ja, und ihr hört mich auch. Alter, ich bin der Besteste, wenn es um VR-Aufnehmen geht. Ich habe echt immer Angst, dass irgendwas schief geht, weil du das nicht mitkriegst. Und, ja. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich Resident Evil aufnehme, wenn es draußen hell ist. Ich glaube, wirklich das erste Mal. Ungelogen. Ansonsten habe ich das immer so um 8 abends aufgenommen, nach Arbeit, whatever. Jetzt gestern so spät. Ich glaube, das ist echt das erste Mal, dass es in Resident Evil 7 wieder zumindest eine Facecam hell ist. Daumen hoch dafür. Warum lädt diese Episode so lange? Ich habe eine PlayStation 4 Pro. Lad doch bitte ein bisschen schneller. Ja, da schneide ich ein bisschen was. Das sterben Leute, wenn die so lange warten müssen. Let's go! Last night spending with my real family. Oh, die Arme. Breaking News! Die Themen des Tages. Hallo! Alter, also, das sieht komisch aus. Diese Woche kommen bis morgen früh zum Ende, während der Sturm weiterzieht. Draußen im Golf suchen Rettungscrews derweil die Küsten nach einem vermissten Schiff ab. Nähere Infos über diese Suche in Kürze. Wie Sie wissen, haben die massiven Niederschläge der letzten Tage viele Bewohner in einigen der Gemeinden knietief im Hochwasser gelassen. Auf dem Wetterradar sehen wir, wie der Sturm gen Nordosten zieht und sich dabei abschwächt. Und bis morgen früh sollten wir in Dauer über den Schaden vom Sturm nieder. Warum machen die eigentlich eine Real-Life-Nachrichtenübertragung in so einem Spiel? Oh, da waren sie normal. Guckt mal, da war alles okay. Oh nein, nein! Wie geht's dem anderen Gast? Sie schläft, das arme Ding. Lassen wir sie, sie können ein paar Tage hier unterkommen, bis wir sie in die Stadt bringen können. Zoe, hol ein paar saubere Klamotten aus der Waschküche. Oh Mann, guck mal, wie. Oh, Margot war voll lieb. Oder sowas gegeben. Geben wir dem armen Mädchen saubere Klamotten. Weißt du, das tut voll weh zu sehen. Ach Mann, kannst du sie nicht woanders unterbringen? Lucas, sei still, du benutzt das Zimmer schon lange nicht mehr. Ja.
Ich wollte schon immer eine Pension leiten. Es ist deine Chance, was? Oh. Bring sie ins Bett. Ich mache eine Suppe fertig. Ich bin so glücklich. Eine echte Suppennacht, meinst du nicht? Entschuldige, Lukas. Herr Lukas, guck mal, läuft nur mit dem Handy rum. Nur mit dem Handy. Okay, wir müssen nachher auf 1019 oder 1018, das müssen wir uns merken, den brauchen wir später. Ja, habe ich zufällig bei PewDiePie gesehen, weil das ist recht wichtig. Weißt du, jetzt nur mit dem Handy rum, weißt du, der Vater tut die Tochter gerade wegbringen, sie macht extra eine Suppe. Brauchst du ein Rezept für eine Suppe? Okay, gut, ist keine Tütensuppe. Und ich muss aus der Waschküche holen. Klamotten, bevor sie den Mist überall in meinem alten Zimmer verteilt. Ja, guck, voll das Arschloch. Also wir holen welche. Ach, hier. Waschküche. Ach, hier ist es so. Ich möchte mir das hier mal alles ein bisschen angucken, wenn das alles noch so friedlich ist. Und weißt du was, das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen an. Weil das, da hatten wir nie die Chance zu. Das möchte ich jetzt ein bisschen machen. So das Haus ein bisschen zu sehen, dass noch alles normal war. Oh Gott. Das ist so schön normal. Können wir nicht aufmachen? Okay, gut, das sieht auch alles ein bisschen eklig aus, aber hier sind wenigstens keine Menschenteile. Ach man, das ist so traurig. Das ist so traurig. Kein Blut, keine schwarze Scheiße überall. Okay, hier sieht es trotzdem ein bisschen, naja, aus. Wo ist halt ein Hobbyraum? Sieht halt... Was hier? Kommen wir hier rein? Dosen. Niemand hat das Geschirr weggeräumt. Ach so, das ist wahrscheinlich Lukas Zimmer, oder? Könnte ich mir vorstellen. Slayer. Wenn wir schon mal die Chance haben, dann gucken wir uns ein bisschen das alte, normale Haus an. Weil das hat PewDiePie zum Beispiel nicht gemacht, das finde ich ganz schön. Ich darf nur den Code nicht vergessen. 1018 oder 1019 oder 1010. Oh ja. Was machen wir noch? Ja, in die Richtung müssen wir weiter. Es geht nämlich, glaube ich, nach draußen, oder? Was ist das hier nochmal für ein Raum? Saubere Klamotten? Okay. Waschküche. Die Waschküche müssen. Ist zu. Und raus geht's nicht mal. Ach klar, wegen dem Sturm. Ja, okay, ergibt Sinn. Ergibt Sinn, dass man wegen dem Sturm nicht raus darf. Aber ja. Alles normal, das Haus ist normal und ach ja. Ist das eigentlich hier, die sauberen Klamotten? Das ist ja nicht die Waschküche. Aber ich sehe keine sauberen Klamotten. Unten gibt es natürlich nochmal eine. Gehen wir mal wieder runter. Weißt du, wir sind hier damals gar nicht so hochgekommen, weil die Treppe einfach kaputt war und... Ach ja, die armen Bakers. Die armen Bakers. Da kommen wir schon uns hier auch noch mal ein bisschen um. Ich gebe den Code nur einmal ein, ne? Das ist schon gar nicht mal so leicht zu sehen. Hier auch alles normal und vor allem hier keine Löcher in den Wänden. Mensch. Kommen wir hier hin? Denk mal schon, warum nicht? Wir gucken uns jetzt das Haus, wie gesagt, noch mal ein bisschen an, solange alles normal ist. Auch wenn die Garage irgendwie trotzdem so ein bisschen gruselig ist. Aber guck mal, da ein paar Motorräder. Oder? Oder sind das Fahrräder? Oder Mofas? Oh. Seil. Ach ja. Und das Auto ist voll hübsch. Der hatte voll das andere Auto da stehen. Oder war das oben nur offen? Ich weiß nicht mehr. Und hier geht's auch nicht hoch und alles. Alles über noch von einer normalen Familie. Ach ja. So, wir brauchen einmal den Dietrich hier. Kann man da... Genau. Hier unten können wir bei der auch nochmal durch. Da können wir dann schnell zur Waschküche. Ja, wir sind jetzt wo ganz anders. Weil eigentlich... Wir waren sogar schon kurz vorm Ende. Aber es gibt noch eine Kleinigkeit, die ich auch noch zeigen wollte, was noch mit dem Code von Lukas zusammenhing. Der ist übrigens 1019, das habe ich mir nochmal angeguckt. Und ja, sehe dann aber gleich alles. Wir gehen hier jetzt ganz kurz schnell durch und dann, hier. So, wir haben nämlich den Dietrich, den brauchen wir nachher auch. Eigentlich brauchen wir ihn sogar jetzt. Wo müssen wir ihn dafür, wo war die verschlossene Schublade? War die Küche? Oh.
Also. Geh und bring dem Mädchen saubere Kleidung. Ah, hier war's, oder? Nee. Doch. Genau, hier können wir nämlich den Dietrich aufmachen. Und da kriegen wir dann eine Kleinigkeit raus. Genau. Und ich glaube aktuell, ich glaube jetzt gerade, ich werde dieses Video genau schneiden wie Beauty. Ah, nicht ganz. Okay. Ich guck mal, wie ich es mache. Wann ihr das hier seht. Keine Ahnung. Na doch, ich weiß wie. Schatz, bitte mach sie sauber und zieh ihr trockene Sachen an. Ich muss mir das Bootshaus ansehen. Es stand schon halb unter Wasser. Ja, Daddy. Nein, mach ich nicht. Denn allein, dass diese Lampe so flackert. Hier können wir das jetzt einsetzen. Dann öffnet sich Lukas' Geheimgang. Den wir ja auch schon aus später kennen. Da sind noch ein paar... noch so ein paar Backstories. Wofür wir auch den Code jetzt gleich brauchen. Genau. Den Code. Hier stehen Sachen. An Zoe, ich hab dir gesagt, du sollst deinen Ringfinger von meinem Notebook lassen. An Dumpfbacke, oh, du bist ja nur eifersüchtiger. Eifersüchtig wegen meiner Hackfähigkeiten. Das hast du davon, wenn du dasselbe Passwort für dein Handy und deinen Computer benutzt. Vollidiot. Achso, das hab ich jetzt geschrieben. Ja, das ist falsch. Ja, ich weiß. Die Fick-Dich-Liste. Oktober 2014, 1.10. Der Alte hat mir direkt eine ins Gesicht gewischt, weil ich beim Essen mein Handy benutzt habe. Fick dich. Ja, so gehört sich's auch. Das macht man beim Essen, ist man bei der Familie. 3.10. Ich kann kein Wort über Mamas Kochkünste verlieren, ohne angeschrien zu werden. Fick dich. Das soll ehrlich beim Jojka zugeschaut und sie nennt mich ein Perversling. Bist du auch, denke ich. Der Alte war besoffen und hat angefangen, meinen ganzen Mist in den roten Kasten auf der Veranda zu schmeißen. Fick dich. Interessant. Können wir den aufmachen? Wir haben dafür eigentlich nichts mehr. Ist da irgendwas drin? Obwohl, da kommen wir ja jetzt noch nicht hin. Dafür müssen wir Evelyn wecken. Ach, Evelyn. Du Fotze! Okay, Kleine. Machen wir dich sauber. Kommt da nicht gleich. Sie gehören mir. Fotze. Jetzt geht's los. Ich wollte gerade sagen, ich sehe einfach nichts. Und dann ging's los. Das war der letzte normale Abend. Daddy, ist der Strom ausgefallen? Hat er einen Blitz eingeschlagen? Ach, wenn's nur das wäre, sorry. Wenn's nur das wäre, scheiße, ist das gruselig, by the way. Ich weiß, das passiert, aber scheiße, ist das gruselig. Das Fahrzeug gibt so wenig Licht. Einfach alles weg. Wo waren nochmal die Treppen? Wo ist das kleine Mädchen hin? Ja. Was war das? Sorry, tut mir so leid, weil... Und dann... Also ich bin... Also bei der Vorgeschichte bin ich ja nicht froh, dass wir Zoe gerettet haben. So ein bisschen. Oh Gott. Lukas? Lukas? Das ist sogar der Hochzeitstag gewesen. Was zum Teufel ist hier los? Oder? Ja, und dann ging es so langsam los. Naja.
Nee, ich bin komplett falsch. Boah, das ist echt nicht schön, wisst ihr das? Weißt du, und so hat der Horror begonnen. So hat der Horror begonnen. By the way, Horror, ich bin ein bisschen angespannt. Mama, bist du das? Ich werde gleich die Augen schließen. Zoe, komm und schau. Nein. Schau ihre Gabe an. Nein. Schau all die Hübschen an, wie meine kleine... Nein! Fress mich nieder! Geh zur Garage! Oder zeig mir! Jetzt, move! Mann, das ist so sch... Zwing mich nicht zu was, dass ich später bereue. Das ist so schade. Alter, ich glaube, ihr habt es gesehen. Ich habe echt die Augen unter dem Feuer verschlossen, weil ich wusste, was kommt, wenn ich das mit dir vor... Hol mir ein Seil. Mach ich. Mach ich. Ich lauf schon, Daddy. Ich lauf schon, Daddy. Was ist denn hier los? Ah, viel zu vieles, sorry. Viel zu vieles. Können dieses Tor ein bisschen schneller aufgehen? Danke. Hier ist das Seil. Unterwegs, Daddy. Ja. Es wird leider zu spät sein. Spoiler. Ah. Nur like a brother nehme ich eigentlich auf. Ja. Alter, wie einfach krass ist es. Ich habe gerade die Feuer hochgetan und dachte mir, scheiße, es ist ja Tag. Ich meine, für euch ist das logisch, in der Facecam seht ihr es ja, aber ich habe gerade kurz geguckt und dachte mir, ja, scheiße, ist das hell. Alter, Alter, nein! Du willst sie doch nicht enttäuschen, oder? Das dürfen wir nicht. Von wem redest du da? Deiner neuen Schwester Evie. Wenn ich nach einem Seil frage, erwarte ich ein Seil. Ich muss dir mal... Nein, du kriegst kein Seil. Daddy, was ist denn nicht gefahren? Solange du unter meinem Dach bist. Fickst du nicht die Katze? Was? Ups. So. Wir haben hier zugemacht. Okay. Zoe, mach diese Tür auf. Nein. Geh weg! Wenn du vor deinem eigenen Vater Angst bekommst, das muss halt auch schlimm sein, das ist Fakt. Du kannst mich nicht raushalten. Hör auf! Ach ja, genau, die Gabel. Hier konnte man irgendwo irgendwas öffnen. Ich weiß nur nicht mehr wo. Ah! Komm hierher, Zoe! Scheiße. Ja, das hätte ich aufmachen müssen. Scheiße. Scheiße, ich weiß, was ich tun muss. Scheiße. Ich glaube, wir haben verkackt. Ich habe nicht mehr gewusst, wo ich hin muss. Er schlägt einfach seine Tochter. Nein! Was ist denn los, Süße? Willst du nicht mit deiner neuen Schwester spielen? Nein. Ja, verkackt. Ja gut, habt ihr auch das mal gesehen. Ach ja. Ach, da gibt es Speicherorte, das ist gut. Ja, okay. Dann weiß ich jetzt, was ich tun muss. Wenn ich nach einem Seil frage, erwarte ich ein Teil. Solange du unter einem Füße unter meinem Tisch trägst, fängst du dich, die Katze. Die Gabel haben wir, nee, die Gabel müssen wir noch holen, dann müssen wir da aufmachen, genau.
wusste es gerade gar nicht mehr so genau. Ich habe es gestern gesehen. Nein, mach ich nicht. Geh weg! Halt, da was. Nein, scheiße, wo war das jetzt? Ich vergesse das jedes Mal. Scheiße. Oh Mann, wo war denn das? Hier. Nee, nicht hier. Wo dann? Hä? Da, da, ja, Gabel. Schneller, Gabel, schneller. Gabel ist dein Freund. Hier raus. Er ist gerade reingekommen. Okay. Okay. Ach, Lukas. So, die hier, da ist nämlich das Zeug von Lukas drin. Und den Relief brauchen wir, ansonsten kommen wir nämlich gar nicht raus. So! Oder? Ja, doch. Den brauchen wir nämlich für die Tür. So, dann gehen wir jetzt zu Margarete, beziehungsweise ich schneide das einfach wieder das von vorher rein. Das ist, glaube ich, ein bisschen ein komisches Video, weil ich zwei Durchläufe irgendwie zusammenschneide, aber egal. So. Ich muss hier raus. So, wundert euch nicht, warum ich jetzt anders angezogen bin und es dunkel ist. Ich habe ja am Anfang der Folge gesagt, dass hier ein bisschen viel geschnitten wurde und ja. Wir müssen hier jetzt. Ja, irgendwie schon. Irgendwie schon. Ja. Wir müssen jetzt nur noch an Margaret vorbei, dann haben wir es geschafft. Hallo? Ihr habt mich jetzt nicht gesehen, oder? Scheiße, 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 scheiße. Okay, wir haben den Schlüssel, wir können raus, aber ich glaube, wir sind so zu langsam. Scheiße. Schneller, 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 schneller. Meine Hände sind schwitzig. Ich weiß, wir schaffen das. Nein, mach auf. Ich meine, ich bin vor dir gestanden, aber geh einfach wieder rein. Ist okay. Ja, eigentlich wollte ich es noch einmal zeigen, wie es aussieht, wenn wir erwischt werden, aber... Hallo. Hey. Hallo. Hallo? Ich glaube, wir haben die KI kaputt gemacht. Hallo? Ich habe das jetzt schon 20 Mal gespielt, weil ich das nochmal... Oh Scheiße, die Tür ist zu! Ja, die kann die Tür nicht aufmachen. Auf jeden Fall, ich wollte euch zeigen, dass wenn wir erwischt werden. Daher machen wir das. Und ich wollte auch richtig zeigen. Wo ist die jetzt hin? Weg. Hä, die ist doch gerade... Die kann doch in der Zeit niemals nach oben gelangen. The fuck? Die ist jetzt aber... Die ist weg. Als ob die weg ist. Okay. Das war jetzt nicht geplant. Okay, die ist einfach despawned, weil wir zu... Okay. Okay, eigentlich hätte das Ende anders ablaufen sollen. Die ist jetzt halt einfach weg. Das ist toll. Dann, ja, gehen wir einfach ins Ende. Und okay, das hätte ich jetzt absolut nicht erwartet. Also, okay. Lol. 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 Hier draußen fühlt man sich so richtig toll. Ich will direkt in diesen... Ich würde mich hier eigentlich auch gerne noch ein bisschen umschauen, wie wir es vorher gemacht haben, aber... Lass uns doch einfach da reingehen. Fände ich gut. Da ist Mia.
Liebe Familie Baker, danke, dass Sie mein Leben gerettet haben, aber bitte vergessen Sie alles über mich. Ich hatte den Auftrag erhalten, eine wichtige Fracht auf dem Schiff zu transportieren. Sich mit mir oder jener Fracht zu befassen, kann nichts als Ärger für Ihre Familie verursachen. Großen Ärger. Bitte nehmen Sie keinen Kontakt mit der Polizei oder den Staatsbehörden auf. Tun Sie einfach so, als wären wir uns nie begegnet. Und Sie haben mich gerettet. Nehmen Sie diesen Ratschlag als meinen Dank. Wenn Sie ein etwa 10-jähriges Mädchen in der Nähe des Schiffes sehen, dürfen Sie sich ihr nicht nähern. Wenn sie mit ihnen spricht, müssen sie so schnell wie möglich weglaufen. Versuchen sie dabei nur, sie nicht zu verärgern. Wenn sie sich bereits auf irgendeine Weise unwohl fühlen, fürchte ich, dass das Schlimmste bereits geschehen ist. Ein Schicksal schlimmer als der Tod. Etwas, das in keinem Krankenhaus geheilt werden kann. Es tut mir so leid. Aber es gibt einen Weg, es aufzuhalten. Serum. Wenn sie es injizieren, hören die Symptome auf, heißt das, glaub. Dass ich Text war schwer lesbar. Ja. Das ist schon gruselig. Und das hier ist... das Teil. Schwester. Oh! Ja, und das war die Vorgeschichte zu dieser ganzen Sache. Ich glaube, ich war eingeschlafen. Schau einer an, wer sich zu uns gesellt hat. Wach auf und riech den beschissenen Kaffee, Zoe. Lucas. Geht's dir gut, Schatz? Der Sturm letzte Nacht hat uns ganz schön auf Trab gehalten. Mir geht's gut. Ich hatte den seltsamsten Traum letzte Nacht. Da war dieses kleine Mädchen... Also nach dem Frühstück, ja? Werden Lucas und ich nachsehen, ob der Sturm Schäden angerichtet hat. Und ihr zwei solltet euch mal im Haus sehen. Das ist eine gute Idee, Jack. Wisst ihr noch beim letzten Hurricane? Puh, da dachten wir hätten Glück gehabt. Und dann beim nächsten Regen, da habt ihr den Salat. Hallo, Schwester. Fucking Evelyn. Und so beginnt Zoes einsamer Kampf. Sie wird ihre Tage damit verbringen, ihrer jetzt wahnsinnigen Familie zu entgehen, auf der Suche nach dem Serum aus Mias Brief. Die Nächte sind von den mörderischen Festmahlen der Familie gezeichnet und Evelyns Körper wird verfallen, während die Monate vorübergehen. Schließlich wird Zoe Ethan begegnen. Ihrer besten Hoffnung, das Serum zu finden, aber bis dahin ist es noch ein langer Weg. Und der Horror nahm seinen Lauf. In der englischen Version stand es noch, dass es 3 Jahre her ist. Das heißt, die hat 3 Jahre so gesehen mit dieser Familie und allem gelebt. Und ja, das war das DLC-Töchter. War aber dabei mega gut und so eine richtig, richtig gute Vorgeschichte. Sorry, wenn es jetzt so ein bisschen komisch geschnitten war, aber das hat sich jetzt einfach so ergeben. Und auch das Ende wollte ich eigentlich nicht so gestalten, dass die Margaret die spawnt. Aber ich fand lustig. In der nächsten Folge gibt es dann 21 und Jacks 55. Geburtstag, das ist auch schon aufgenommen, da gibt es noch keine Ansage, also wundert euch dann nicht in der nächsten Folge. So, gut. Dann würde ich aber sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, einen Daumen nach oben und einen Kommentar von alle wichtigen Links in der Erdkanne, Social Media Links in der Beschreibung. Euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal und ja, was geht's denn da noch zu sagen, außer tschüss, silly.